Gut, Freunde, wir haben eine neue Eventwoche. Ah ja, die PlayStation 5, das ist jetzt auch noch ein bisschen Mochter geworden noch bei mir. Gut. Es wäre nicht Angst gegeben, wenn sie unser Level nicht schenkten. Mal schauen, ob sie unser Level wieder geschenkt haben. Kann man ja immer vorbeischauen. Spezialtoppen? Nee, diese Woche haben sie uns nichts. Ja, das haben sie mit dem Sterndal. Grünem Sterndal. Da. Ja gut, was ist zu sagen zu dieser Eventwoche? Die Diamanten sind zurück. Das ist herrlich. Die glitzern da so schön. Oh je, Baby. Oh je. Oh, ist das nicht schön, sag ich, Diamanten. Gut, so Diamanten sind im Zug. Ja. Und nicht nur die Diamanten. Im Casino natürlich. Ihr wisst selber, was ich meine. Und normalerweise. Sind da. Ah, irgendwas. Aber schauen wir mal. Ja, Casino. Die Casino-Sachen sind natürlich auch. Ja. Ihr seht. Zweimal RB. Zweimal Geld. Und der Mission. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, kann man es lassen. So. Na, recht nette Spiele. Ja. Kann man machen, dann das hat das von der Miss Baker, die Missionen. Da braucht es die Miss Baker Missionen. Ja. So, sind da noch irgendwelche Sachen? Wer ist es uns nicht vorgeschaltet? Die Landezonen, Diamant, ja, die Landezonen. Ja. Ja, ist auch recht lustig, wenn du die richtigen Leute hast. Ja. Bei den Landezonen da würde ich eher sagen, das spielt sehr mit Kumpels. Ja, also. Da brauchst du die richtigen Leute. Ja. Sind auch recht lustig. Ja. Die Diamant-Sachen auch. Das würde ich aber eher alles mit einem Kumpel spielen. Mit Kumpels, ja. Weil die wissen, was dann. Andere eher weniger. Das sind nur, ja, zum Austoben recht gut. Ja, ich glaube, das war's dann eh schon. Wie gesagt, unter Gegnermodus habt ihr das drinnen und unter Missionen. Dann haben wir eigentlich eh nichts mehr. Da hätten wir schon eh nichts mehr rennen. Ich glaube, haben wir auch nicht wirklich was. Stand drinnen war das Deluxe schon vorige Woche. Ja, die Miss Baker Missionen, da müsst ihr allerdings angemeldet sein, als entweder als MC oder CO. Ja, da ruft sich nur normal an. Ja. Und
dann habt ihr eben den Limousinen-Service oder eben ihren Auftrag oder Arbeit, ja. Wenn wir schon viele gefragt haben, wie das funktioniert. Ihr müsst da, wie gesagt, bedauerlicherweise angemeldet sein als CEO oder als MC, das ist dann in dem Sinn wurscht. Nur die Miss Becker müsst ihr dann normal anrufen, rufen wir sie dann an. Hi, what do you need? Ja, und da habt ihr dann eh schon nach Jobfragen, Limousinen-Service oder Fahrzeug anfordern. Das habt ihr, da steht eh, du musst ein VIP-CEO oder MC-Präsident sein. Ja, wie gesagt, das ist halt das einzige, der einzige Nachteil bei dem ganzen Blödsinn. Also ihr müsst da leider angemeldet sein, um diese Jobs zu machen. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Da gibt's gibt's diese Woche auch mehr Geld. Also auf alle Casino. Genauso der Casino heißt, den wollte ich jetzt eh nicht erklären, ja, wie der geht. Da müsst ihr erst einmal überlästete starten, ja, und dann diese Vorbereitungsmissionen machen, anhand der Spielhalle, an der Tafel, eben Riesenschwindel, was ihr habt, oder still und leise, und eben das dritte, brutal und schnell. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die scheiß dritte Kategorie in der Gachen heißt. Ja, aber über die Spielhalle wird das gestartet. Da habt ihr eben die Diamanten auch die Wochen wieder. Die Diamanten bringen 3,6 Millionen. Eh klar. Ja. Gut, mein Geschmack ist halt der Perico Kaya, heißt halt der angenehmere, weil da hast du nicht so viel Stress, ja. Da kannst du Zeit lassen, geschmackig. Ja, da hast du sicher deine Kohle. Da stirbst du auch nicht so oft. Ja, der Casino heißt, wurde ja auch etwas verbessert. Darum, ja, wie gesagt, ihr könnt es ja machen. Aber er ist ja nicht mehr der Casino heißt, den wir kennengelernt haben. Ja. Ich empfehle, ja, diejenigen, die ihn noch nicht gemacht haben, sondern probieren. Aber von mir empfehle ich, die, die wirklich gar kein Geld brauchen, empfehle ich weiterhin den Perico Kaya heißt. Ja. Ja. Der ist wirklich ganz einfach. Du brauchst auch noch die Vorbereitungen machen. Und die Sache hat sich. Naja, beim Casino heißt das, das Depperte mit den Flugzeugen und das. Ne? Du musst zu zweit sein, wo du die Zähne anschießen musst, wenn du ganz einfach haben willst. Ja. Aber die haben sich auch verbessert, die Wochen. Ja. Und bei der Perico heißt, kannst du vorbeigehen und sagen Hatschi. Und der da. Die Trottel merken das trotzdem noch immer nicht. Der einzige schwere Gegner auf der Insel ist eigentlich nur der Bazooka. Den haben sie schwieriger gemacht. Gut. Wie gesagt, wenn schnell Kohle braucht, Perico heißt. Aber wie gesagt, diese Woche ist eben der Diamond heißt, eben wenn die Diamanten, wenn die 3,6 Millionen halt da spielt es zu zweit. Dann habt ihr wenigstens 1800 jeder oder 1500 jeder. Ja, falls verlieren da das. Und flüchtet durch den Tunnel. Den Tunnel sage ich auch gleich. Ja, scheißt auf die Fluchtautos. Ja, die bringen euch nichts. Das ist nur unnötiges Geld. Flüchtet durch den Tunnel. Ich zeige euch gleich den Tunnel. Gut, was gibt's sonst noch? Diejenigen, die noch kein Penthouse haben, ja, ich sag einmal, es ist nicht wichtig. Ja, das Penthouse, ich hab schon eins, ich stehe gerade in einem Penthouse. Ja, da gibt's auch die ganzen Sachen vergünstigt wieder. Ja, sondern, und natürlich auch die ganzen Equipment,
Ja, Grundriss. Und die ganzen Sachen da unten gibt es auch wieder vergünstigt. Ich habe sie bereits alle. Ich kann sie jetzt natürlich nicht repräsentieren oder präsentieren, aber die sind auch alle wieder in Aktion. Aber wie gesagt, dieses Penthouse ist nicht wichtig. Das ist nur, ja, gerade, dass man es hat. Ganz ehrlich jetzt. Ja, das ist gerade nur, dass man es hat. Ja, dass man sich auf wichtig machen kann. Gut, schauen wir mal, was bei den anderen Gebäuden gibt. Das Clubhaus, Häuser sind diese Woche auch nicht in Aktion. Ja, Bunker ist auch nicht in Aktion. Die Hangars sind auch nicht in Aktion. Also, okay, wir waren erst bei den Hangarsbasen. Sorry, haben wir noch verdruckt. Wie gesagt, ich spiele auf der Play 5. PS5. Nachtclub haben wir, glaube ich, auch nichts. Spielhallen, glaube ich, auch nichts. Und die Autowerkstätten, glaube ich, auch nichts. Ja, da waren wir gerade. Gut, Büro schaue ich dann selber. Mit Lagerhallen haben wir wahrscheinlich auch nichts. Ja, also da brauchen wir gar nicht schauen. So, jetzt fangen wir mit den Aktionen an. Ja. Ich persönlich sage mal, vor jedem Update keine Autos kaufen. Auch wenn sie so geil sind. Ja, auch wenn es jetzt so verlockend wäre, der Brocken BR4 ist halt diese Woche in Aktion, aber wie gesagt, es sei bedacht im Hinterkopf, dass bald das Winter-DLC kommen kann. Dann ist auch der, na, das Auto kennt sowieso gleich mal vergessen, weil das ist nicht einmal 555 Dollar wert. Das ist von Fred Feuerstein noch. Ja. Also das Gerät braucht's gar nicht kaufen, weil das ist was für Fred Feuerstein. Ja. Ja, diese zwei Autos sind Geschmackssache. Ja. Aber auch, da wird der Gepanzerte besser, diejenigen, die was die Casino-Jobs nicht gemacht haben von der Baker, ein kleiner Tipp. Es gibt ein Gratis-Auto und es gibt den NS Paragon RR gepanzert von ihr. Den gibt es aber leider nicht zum Kaufen, den kriegst du nur, wenn die Missionen alle beendet hast. Ja. Und ja, der NS 80 RR Sports kauft es lieber nicht. Ja, es ist unnötig vor dem Winter-DLC. Mein. Das ist alles Geldverschwendung. Aber wie gesagt, diejenigen, die was kaufen wollen, gerne. Also, auch wenn es mich jetzt juckert, teilweise. Gut, also zu Hause Andreas. Ja, Maxwell, ein Gelände, Fahrzeug, genauso der Karan Everon. Das war's, glaube ich, eigentlich schon wieder. Das sind ja immer, wenn's 0 Euro Wangerl-Holztag, die gibt es noch immer. Da hat anscheinend Rockstar vergessen zum Aktualisieren. Die gibt es schon seit über 3 Monaten, glaube ich, gratis. Das ist aber fast, ja, 3 Monate. 3 Monate gibt es das schon bald. Ich glaube, das haben sie vergessen.
Ich glaube, das haben sie vergessen. Wenn es nicht schon bald ein halbes Jahr ist, ich weiß schon gar nicht mehr. Die gibt es nämlich schon ewig um null. Was, Doc? Ja, den unnötigen kleinen Panzer. Ja, ist ein lustiges Gefährt, aber ja, wartet so. Der Südsteier. Ja, der Burgsteier. Ja. Gut, 0 Euro kann man nehmen. Aber umfahren wird sicherlich damit nicht viel. Ja, aber das kleine Viech ist unnötig. Komplett unnötig. Das haben wir lieber so dann endlich mal ins Batman-Auto mal in Aktion. Das Willi Kante. Der war schon ewig nicht mehr in Aktion. Ja, wie gesagt, das eine da drüben, das haben sie schon seit ein halbes Jahr, glaube ich, gratis. Den Dodo haben sie jetzt auch schon lang. Allerdings gilt das nur für einmalig. Ja. Die Autos können sie immer kaufen, weil ja, die meisten sind da leider Pegasus-Flugzeuge. Und der Dodo, sie sind ja nicht deppert, der Rockstar. Ja. Das ist leider nur für einmalige Geschichte, weil das ist ein Pegasus-Fahrzeug. Also unter Pegasus. Gut, was gibt's da drüben? Die Büros gibt's einmal nicht gratis. Ah, gratis, okay. Sorry, verbilligt, Entschuldigung, Immobilien, nehmen wir das mal, auch nicht wirklich was. Ja, eigentlich, das war's eigentlich. Jetzt schauen wir noch, das was ich gesagt habe, da wegen einem Tunnel, dazu muss ich leider das Penthouse verlassen, ich bin eh launig, ja. Wenn ihr nämlich scheißt auf die Fluchtautos, das ist alles nur unnötiges Geld, die bringen überhaupt nichts. Ja, absolut nichts. Das heißt, das Ganze startet da, der tut mir jetzt eh nichts, aber ich hoffe doch nicht. Da, jetzt irgendwo da draußen, ja, startet hier da. Ja. Und dann kommen die ganzen Kieberer. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ihr hupft da drüber, was die meisten machen. Oder, wenn es noch geht, ja, gebt es da Vollgas. Da Vollgas. Aber wirklich Vollgas. Ja. Rennt Vollgas, wirklich, aber wirklich Vollgas, ja, da, tschak, der drübere Weg ist natürlich auch, aber das ist halt ein bisschen beneiden, es hat es natürlich umgeben von Kieberern und rennt Vollgas, aber wirklich Vollgas. Ja, warte, jetzt bin ich wieder da und den, schau da, da und den schau da, tschak, und nochmal, Vollgas, jetzt kann es natürlich sein, dass ein bisschen, tschak, was von der Energie verliert, möglicherweise ein bisschen was von Geld, aber scheiß drauf, ja, dann Vollgas, aber wirklich Vollgas, entweder über die Straßen, wie es euch leichter tut, ja, oder, was ich auch noch empfehlen könnte, da oben Vollgas, ja, da liegen Paletten, ich sage, das Spiel ist schon so komplett in Arsch,
an manchen Stellen. Da überall umeinander liegt, das ist ja eigentlich, ja, also wie gesagt, Vollgas da oben, dann irgendwie da oben hupfen, da auch wieder Vollgas, und tschüss, tschüss, da kommt euch keiner nach, ja. Da kommt euch keiner nach. Weder in online, weder in der Story. Ja. Ja. Und dann rennt's. Ja, weiß ich nicht. Ich könnt's am Tuch rennen. Oder geht euch keiner nach. Ja, keiner. Ich und der Kumpel haben immer den Weg da genommen. Genauso wie bei Rico Heiß waren wir, glaube ich, auch die ersten Deppen, die wo's da geschwommen sind. Da außen links oder rechts und da gleich oben in den Vulkan und so, dann bleibt es ein bisschen Stein. Oder jetzt können sie natürlich auch durchrennen, ja. Scheißt auf die Fluchtautos, das sind alles unnötige Kosten. Weil die Fluchtautos, die stehen dann irgendwo, ja. Scheißt auf die, ja. Das sind unnötige Kosten. Unnötig. Aber wenn ihr natürlich der Meinung seid, ja, euch ist dann die Fluchtautos lieber, kein Thema nicht. Ja, aber ihr spart irrsinnig viel Geld. Die Fluchtautos sind die echt wohl die größten Geldverschwendungen. Und dann rennt halt doch den, entweder den kompletten Tunnel durch, ja. Oder könnt ihr natürlich auch, wenn das ganze Lage beruhigt hat, sage ich einmal, da wieder aufgehen. Kommt drauf an, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn es natürlich länger bleiben, die Sterne, dann musst du durchrennen, ja. Dann rennt halt den ganzen Tunnel durch. Gut, dann machen wir das gleich. Aber ich hab's keinen Stress mit der Kiewerer. Kein Stress. Überhaupt keinen Stress, nicht. Ja. Ihr habt keinen Stress. Ja. Absolut keinen Stress. Da kommt ja euch keiner nach. Ja. Weil ich und mein Kumpel haben das schon so oft gespielt. Ja. Nur dauert halt länger. Ja. Das ist halt jetzt eine Sache, was halt länger dauert. Rennt den ganzen Tunnel da den Scheiß durch. Ihr habt keinen Stress. Ja. Ja. Rennt. Rennt da oben. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Fahrzeug jedes Mal, auch wenn es flüchten da auch machen. Ihr könnt euch da so herrlich, richtig herrlich einmagarieren. Da. Ja. Ah, haben sie so ein Wort da? Da hat irgendwann einmal was Sicheres da geplant gehabt. Weil manches Mal, wenn ich so durchgerannt bin, da haben wir schon gedacht, irgendwas war da mal geplant, irgendwas Unterirdisches. Ja gut, wie gesagt, was gibt's sonst noch Neues? Eigentlich nicht viel. Rockstar Games hat sich mittlerweile ja schon entschuldigt. Ja, hat sich ja mittlerweile schon entschuldigt. Für den ganzen Stress. Da ist überhaupt nichts. Man viel glauben, da geht's raus. Das wird sich noch repräsentieren.
Für den ganzen Stress, für die Trilogie. Ja, und sonst eigentlich, die Gerüchte dichten sich immer mehr und mehr, dass es bald ein Remastermind 4 gibt. Von GTA, also ein vierter Teil. Wie gesagt, du rennst den ganzen Tunnel da durch, ich nicht. Ich jetzt wieder zurück. Ich komme dann dort noch raus, wo der Michael und der Trevor die Bohrung machen. Ihr müsst dann noch dort aufpassen, wie gesagt, dass euch keiner niederführt. Ja, also da müsst ihr da durch. Dann da. Nicht verwundern, wenn da plötzlich einer steht. Ja, das ist ganz normal. Ja. Ja, das ist höchste Logik. Das ist einfach höchste Logik. Ja. Dann geht's da rauf. Und ihr habt überhaupt keinen Stress mit der Polizei. Ja, also mittlerweile wird es wahrscheinlich eh schon die Sterne weg sein. Ja, nicht wundern, dass der Wartungsmann steht. Höchste Logik. Weil hier ist auch ein Hauptplatz, was du wahrscheinlich kennt. Durch den Eichen heißt es. Ja, auch ein neuer Schauplatz. Wenn wir da hinten rein müssen. Und dann rennt es einfach da durch. Und der Sport sagt die natürlich gibt's natürlich auch Spieler, ah, da nehmen wir mal über die Flucht, doch, das und hin und her und bla bla. Und ihr kennt's aber nicht den Leicester noch, und das sage ich da gleich. Der Leicester ist zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar. Das sage ich da gleich. Ja, also wer der mit den Gedanken spielt, den Leicester zum Anrufen, der kann ich gleich sagen, der hat keine Zeit. Ja. Das sage ich gleich. Also der hat keine Zeit. Ja. Das sage ich gleich jetzt schon im Vorhinein. Und da ist dann der Schauplatz eben da, Michael und Trevor, was die Bohrung machen. Ja. Und dann sind wir eigentlich da. Dann rennt man da noch auf. Und man hat herrlich die Kieberer abgelenkt. Das Einzige, was ihr da jetzt noch aufpassen müsst, ist halt, dass euch dann ein kleiner einer niederfährt. Ja, also das ist das Einzige. Ja. Ja, und dann besorgt euch eben euch ein Auto. Aber das wird ja nicht so schwer sein. Nicht? Dann besorgt euch eben ein Auto. Braucht es nur Dreieck ducken, Zeit lang, oder Steiblein vor ihm, dann hat es die Weiber da raus, so. Ja, und es geht schon. Und es geht schon los. Ja. Gut, das war einmal die Fluchtvariante, wo ich sagen muss,
was viel Geld, der Sport. Diesbezüglich Fluchtautos, ja, der spart sich eine Menge Geld damit. Weil die Fluchtautos sind die größten. Ja. Ja. Mit der Taktik kriegt es auch schneller die Polizisten, die Sterne los. Es ist zwar länger, dauert zwar ein bisschen länger, das ist richtig. Aber ihr werdet sehen, ja, unterm Strich gesehen habt ihr dann wesentlich mehr Geld. Ja, und auch wesentlich mehr weniger Stress. Ja. Ihr könnt es dann geschmackig dann zu euch an Ziel fahren. Geschmackig. Ihr habt keine Sterne mehr. Ja. Ihr habt keine Sterne mehr. Ja. Ihr habt keine Sterne mehr. Ja. Ihr könnt es geschmackig zu euch an Ziel fahren. Ja. Ihr habt keinen Stress. Ja. Gut, das war mal die Bands. Also das war mal ein kleiner Tipp, nicht die Bands, ein kleiner Tipp von mir. Diejenigen, die den Casino heiß starten wollen oder dann ohne Stress beenden wollen. Wie gesagt, das ist nur von mir ein kleiner Tipp, also mir ist das wurscht, was macht's. Ja, also mir ist das scheißegal. Ja. Aber in meiner Community heißt sie, ah, da hast du viel Stress mit der Polizei am Schluss und hin und her und bla bla. Ja. Ihr könnt es geschmackig auch haben. Ja. Wie gesagt, den Karibiker heißt, war auch keiner drauf gekommen, dass man nur auf die ganzen Sachen auch verzichten könnte. Dann gleich da raus, links oder rechts ins Ozean und schwimmen. Ja. Ich und mein Kumpel waren, glaube ich, wieder die Ersten, die was drauf gekommen sind. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja. Gut, Podiumauto. Ist, ja, Geschmackssache. Ich glaube, der ist unter Saus Andreas drinnen. Ja, unter Legendary. War sicher unter Saus Andreas drin, aber ich will. Nein, nicht einmal der Ozelot, da haben wir nicht. 1,6. Ja. Das Einzige, was mir nicht da gefällt, ist die Schnauzen da. Aber das ist Geschmackssache, das drum da. Aber gut, das kann man ja umbauen, wenn man gewinnt. Aber kaufen, nein. Bloß nicht. Bloß nicht kaufen. Ja, bloß nicht kaufen. Gut, da werden wir noch auch in LSK fahren. Keine Sorge nicht, ich nehme kein Taxi. Weil die meisten kennen mich, ich würde das Taxi immer sponsern. Aber in letzter Zeit hat es da was. Ja, keine Sorge nicht. Ich fahre schon nicht. Gut, es ist die Autowerkstatt, sorry. Ja, wie gesagt, es ist ja noch immer nach wie vor die ganzen exotischen Fahrzeuge. Kann man ja auch noch einsammeln. Ja. Die gehören natürlich nach wie vor. Ja, summa summarum muss ich sagen, es ist eigentlich keine schlechte Eventwochen. Das Einzige, was mich halt wieder ein bisschen stört, ist halt, ja, es kommt immer darauf an, was du halt hast beim Casino
Rob? Still und leise ist halt noch nach wie vor die einfachere Taktik. Ja, als andere, ja. Und das halt leider Gottes. Dass wir leider Gottes das sehr verbessert haben. Jetzt wird der Wireless Joystick auch schon la. Gut, was haben wir? Warte mal. Wenn man ein bisschen orientieren lässt, man steht ja jedes Mal anders. Okay, das ist Level. Ah, da sind sie, ja. Wie gesagt, da sind die Testfahrzeuge. Das wäre der Pista Crawler. Ist bereits verfügbar. Der Tinker Chester RR in Legendary. Legendary auch der. Und der ist in Emperor Vector ebenfalls in San Andreas. Ja, was soll man sagen? Dieses Fahrzeug ist das Preisfahrzeug diese Woche. Ich halte davon nicht viel von den ganzen. Ja. Ja, das ist. Das war sicher hundertprozentig die falsche Seite. Das war jetzt unter. Saus Andreas, der ist wirklich unter Saus Andreas. Stifter. Karin Sultan sein. Ja, gesagt. Warte mal. Der Dominator. Ja, es ist der Dominator GT. IM915 da an. Das ist der da. Ja gut Leute, das war's eigentlich, die Eventwochen, kurz und bündig, ja, macht das Beste draus, schnappt euch die Kumpels, soll mit euch die Casino Heist machen, den Casino Heist, schaut, dass halt still und leise kriegt's, ja. Ja, das haben sie da auch nicht. Oder war das eh immer? Ja. Schaut, dass ihr still und leise kriegt. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze über die Spielhalle da starten. Oder ihr geht's her da auf schneller Job. Eben da haben wir einen Casino-Raub überfallen. Ja, könnt ihr auch da starten. Ja.
Nur, das weiß ich nicht, ob ihr seht, was habt ihr. Ja, in der Spielhalle seht, was habt ihr. Eben von den drei Varianten. Ja, wenn es komplett neu anfängt, müsst ihr sowieso mal das komplette Gebäude fotografieren. Ansonsten müsst ihr jetzt eh noch spannen. Ja, die Vorbereitungen werden euch eh nicht erspart bleiben. Kleiner Tipp am Rande, je mehr das macht, desto einfacher kann es werden. Ja, auch für die Anfänger ein kleiner Tipp. Also je mehr das macht, desto einfacher wird es. Bei beiden, bei Casino, ob sowohl bei Rico heißt. Ja, natürlich, klar, je mehr das erledigt, desto schwächer werden eure Gegner. Das ist Motto, ist noch wie vor bei Perico heißt. Bei Casino bin ich mir nicht mehr so sicher, aber wie gesagt, das ist, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht, wenn du es zum ersten Mal spielst, das ist, glaube ich, auch schon, wie oft dass du das spielst, vielleicht. Gut, ansonsten war es. In dem Sinn, haut rein und schöne Woche.